Ich habe ein Spiel programmiert mit absichtlichen Bugs. Normalerweise haben meine Spiele ja keine Bugs, also meistens. Aber ich habe von einer Challenge mitbekommen von Jonas Tyroller und bei der geht es darum, ein Spiel zu erstellen mit absichtlichen Bugs. Das habe ich gemacht und das Ergebnis war interessant. Zuerst habe ich wie immer ein neues Projekt erstellt, Name Buggy Game, den habe ich dann später geändert zu Bug Game, weil Buggy erinnert mich irgendwie an diese Fahrzeuge. Naja, dann kam der Spieler, der war zuerst nur ein Quadrat, war mir dann aber zu langweilig, deswegen hat er noch ein Gesicht bekommen. Als nächstes Plattformen, man kennt es, ein bisschen Code und schon hatte ich wieder ein typisches Jump'n'Run Game. Das einzige Problem war, das Spiel hatte noch keine Bugs. Unerhört. Das musste geändert werden und mir ist aufgefallen, es ist gar nicht mal so leicht, sich absichtlich Bugs auszudenken. Ich musste wirklich viel nachdenken, aber kommen wir mal zum ersten Bug. Normalerweise stirbt man ja in Spielen, wenn man auf Zacken drauf springt. Ich dachte mir aber, machen wir das doch mal andersrum. Und zwar stirbt man in meinem Spiel, wenn man auf Plattformen ohne Zacken drauf springt. Und wenn man auf Zacken springt, passiert nichts. Echt crazy, aber um das Ganze noch ein bisschen verrückter zu machen, habe ich noch Zacken hinzugefügt, die einen nach oben schleudern, wenn man auf sie drauf springt, also wie ein Trampolin. Und am Ende noch eine unsichtbare Plattform, auf der man laufen kann. Damit war dann auch schon das erste Level in meinem Spiel fertig. Der nächste Bug, Münzen und Text. Normal kann man Münzen in Spielen ja einsammeln. Nicht bei mir, bei mir kann man auf Münzen draufspringen, um im Level weiterzukommen. Das gleiche mit Text, die konnte ich super als Plattformen verwenden. Ich glaube, wenn jemand das Spiel zum ersten Mal spielen wird, wird er ziemlich verwirrt sein. Ich muss sagen, mich erinnert das Ganze ein bisschen an die Geisterhaus-Level in Super Mario, falls ihr die kennt. Bug Nummer 3, hier habe ich einen Wölbungsfilter hinzugefügt, dadurch ist das Spiel ziemlich verzerrt und man hat echte Probleme, sich zurechtzufinden. Ach ja, und man sieht den Spieler dreimal. Es ist schon echt ein komisches Gefühl, wenn man das so spielt. Wie genau ich das hinbekommen habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe einfach viel rumprobiert in meiner Game Engine und das kam dann irgendwie raus. Aber es sieht richtig verbuggt aus und darauf kommt es auf jeden Fall an in einem Spiel. Für den nächsten Bug habe ich die Welt 35 Grad nach rechts gedreht. Das ist mega weird, weil der Spieler dann nicht nach unten fällt, sondern so schräg nach rechts. Wenn man es ein bisschen gespielt hat, gewöhnt man sich dran, aber am Anfang ist es mega weird. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren nach dem Video. Außerdem ist hier noch eine Wand, durch die man einfach durchlaufen kann. Dafür habe ich einfach die Hitbox davon entfernt. Also Hitboxen in Spielen bestimmen zum Beispiel, wo man hinlaufen kann und wo nicht. Im nächsten Bug wird der Spieler immer kleiner und größer. Letztendlich konnte ich daraus aber echt ein ziemlich cooles Level machen, wo es halt Stellen gibt, wo der Spieler nur weiter kann, wenn er gerade klein ist und andere Stellen, wo er nur weiterkommt, wenn er gerade groß ist. Eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee, aber gibt es ja auch schon in vielen Spielen, zum Beispiel Super Mario, glaube ich sogar. Hier weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Ich weiß nur noch, dass ich die Texturen vom Spieler auf die Plattformen drauf getan habe. Warum? Ich weiß es nicht. Dann habe ich noch Bounciness aktiviert, deswegen fliegt ja auch alles so verrückt durch die Gegend. Warum die Objekte sich so komisch drehen, weiß ich nicht genau. Das ist irgendwie durch Zufall passiert und dann dachte ich mir, okay, lasse ich es einfach drin. Ich will ja sowieso ein Spiel mit Bugs erstellen. Das Flackern hier war auch keine Absicht. Das liegt daran, dass diese Objekte hier alle auf der gleichen Höhe sind und die Game Engine weiß dadurch nicht, in welcher Reihenfolge die angezeigt werden. Deswegen, ja, entsteht dann dieses Flackern. Übrigens, falls ihr noch mehr Bugs finden solltet, die ich hier im Video nicht gezeigt habe, dann sind die natürlich auch alle absichtlich, also für euch. Dann hatte ich noch eine sehr komische Idee und zwar immer, wenn der Spieler irgendwo dagegen knallt, wird er breiter. Das führt dann dazu, dass er über ziemlich große Abgründe drüber gehen kann. Eine super Idee von mir, finde ich auf jeden Fall. Sieht ja auch super aus. Fast schon wie eine Plattform irgendwie. Der nächste Bug, hier habe ich die Welt wieder komplett verzerrt, aber nochmal auf eine bisschen andere Weise. Ist echt gewöhnungsbedürftig und merkwürdig, aber irgendwie hat es auch was. Es ist so ein bisschen 3D mit 2D. Naja. Dann mein Lieblingsbug, hier wird der Spieler so wackelpudding-mäßig verzerrt. Ist echt mega komisch zu steuern, aber es macht Spaß. Hier habe ich auch wieder Wege gemacht, wo der Spieler halt nur durch kann, wenn er gerade dünn ist. Ja, nice. Als nächstes habe ich noch eine Levelanzeige hinzugefügt und eine Zeitanzeige, damit man auch Speedruns machen kann. Ich habe übrigens auch ein Video gemacht, wo ich unabsichtliche Bugs in einem Spiel von mir gefunden habe. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wenn ihr das Spiel mit den Bugs aber mal spielen wollt, dann könnt ihr das machen auf mrlux.de/buggame mit 2G und das geht nur auf dem PC. Ihr könnt das Spiel auch gerne mal an Streamer schicken. Ich glaube, das wäre echt witzig zu sehen, wenn das mal jemand zum ersten Mal spielt. Schreibt mir gerne mal eure Bestzeit in dem Game. Würde mich echt interessieren, was da so möglich ist. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.